Jetzt ist es da und ich muss ehrlich sagen, ich habe eine scheisse Freude. Das ist das erste Schweizer Adventskalender, Weihnachtsmärchenbuch, das es überhaupt gibt. Und wenn man das Buch will, ich ihm vorlesen, braucht man vor allem ein Messer oder ein Bier. Für was braucht man es? Ganz einfach. Das Buch, ich habe gesagt, ist wie ein Adventskalender. Es hat nicht nur Bilder, sondern es hat eine Geschichte. Und jeden Tag hat es anstelle von einem Türchen eine Geschichte. Und die kann man nur lesen, wenn man die beiden Seiten hier voneinander aufschneidet. Und dann kommt die Geschichte zum Vorschein. Ja, der Salamiklaus und das verschwundene Christkind ist ehrlich gesagt kein normales Kinderbuch. Es ist etwas Extremes. Aber es ist sehr lustig. Es ist lustig für Kinder, für kleine Kinder, für grosse und vor allem auch für die Eltern zum Vorlesen. Ich kann es euch wirklich ans Herz legen. Es ist ein ganz schönes Vorweihnachtsgeschenk. Der Salamiklaus